Ja, was habt ihr getan, um Irasfil zu verärgern? Well, if you truly wish to know, I'll have to start from the long time back. Werewolves preyed upon the lands around my village. They murdered people for fun or sport and left the corpses to rot on the roads. One night, they broke into a young woman's house and dragged her into the streets. Jod stößt einen tiefen Seufzer aus. Nun, wenn ihr es wirklich wissen wollt. Es gab eine Zeit, in der das Umland meines Dorfes von Werwölfen heimgesucht wurde. Sie töteten Leute nur aus Spaß oder zum Zeitvertreib und ließen ihre Leichen anschließend auf der Straße verrotten. Eines Nachts brachen sie in das Haus einer jungen Frau ein und zerrten sie auf die Straße. One evening, a traveler came to our tavern, tattered and dirty from days on the road, like so many others roaming Gaunt. He sat quietly in the corner of the tavern, drinking cheap ale, and in an instant, I knew he was a werewolf. I felt it in my soul. It was like Erastil himself had whispered it into my ear. Eines Abends kam einer der vielen Reisenden durch Galt in unsere Taverne. Zerlumpt und schmutzig von den Tagen, die er auf der Straße verbracht hatte. Schweigend saß er in einer Ecke der Taverne und trank billiges Bier. Ich wusste sofort, dass er ein Werwolf war. Ich spürte es in meiner Seele. Es war, als hätte Erastil selbst es mir ins Ohr geflüstert. Jod lächelt, aber seine Augen sind hart wie Stein. Led by Providence, I left to gather my flock, and we surrounded the tavern. The retribution was swift. However, I was tragically mistaken. The young man was no werewolf. He was a bandit, sent to spy on the village by one of the local gangs. We only found out after, when we went through his things. Von Voraussicht geleitet, versammelte ich meine Herde und umstellte ihre Taverne. Die Vergeltung. Jod ist offensichtlich nicht bereit, näher darauf einzugehen. Die Vergeltung ging schnell. Doch tragischerweise hatte ich mich geirrt. Der junge Mann war kein Werwolf. Er war ein Bandit, den eine der öffentlichen Banden entsandt hatte, um das Dorf auszuspähen. Das fanden wir allerdings erst später heraus, als wir seine Habseligkeiten durchsuchten. Alter Schwede. Ihr hättet euch zurückhalten und erst die Wahrheit ergründen sollen, bevor ihr handelt. Ihr könnt doch nicht einfach aufgrund von irgend so einem Gefühl so einen Typen umbringen. Na klar sind die Banditen auch eine weitere Gefahr, aber ey, Jod, das geht nicht. Das ist voll die Inquisition. Indeed. I remind myself of this every day when I awaken. And again when I go to sleep. I, who admonished my fellow citizens for the chaos they spread and the transgressions they made. But then I, myself... In der Tat. Und das sage ich mir jeden Tag, wenn ich aufwache und zu Bett gehe. Ich hätte meine Mitbürger für ihre Übergriffe und das Chaos, das sie verursachten, getadelt. Und dann habe ich selbst... Jod runzelt die Stirn. Ja, dann... Habt ihr selbst genauso gehandelt wie sie in Galt die ganze Zeit? Whatever the case, I knew Erastil was no longer pleased with me. It was terrifying. Jedenfalls wusste ich, dass Erastil nicht mehr zufrieden mit mir war. Und das war erschreckend. Jobs Stimme zittert. Selbst jetzt erkennt man in ihm noch den Rest der Schrecken, die er durchlebt hat. Imagine how my mind raced, when here in the stolen lands I heard the voice of the stag god once again. He gave me another chance at service, to atone for my guilt. Now I have regained hope, and that very hope is my most precious possession. Stellt euch also vor, wie sich meine Gedanken überschlugen, als ich hier in den Raublanden erneut die Stimme des Hirschgottes vernahm. Er gab mir eine weitere Gelegenheit, ihm zu dienen und für meine Taten zu büßen. Jetzt habe ich wieder Hoffnung. Und diese Hoffnung ist mein wertvollster Besitz.
Erzählt mir doch mal was über eure Heimat, Galt. For some it is a land of freedom, where power belongs to the people, not to lords or kings. For others it's a land of never-ending revolution, a realm surrendered to anarchy. It depends on who you ask. Für einige ist es ein Land der Freiheit, in dem die Macht beim Volk liegt und nicht beim Fürsten oder Königen. Für andere ist es ein Land der endlosen Revolution, ein Reich, das sich der Gesetzlosigkeit ergeben hat. Es hängt davon ab, wen man fragt. For me, I found Galt a violent place. Crowds eager to lynch a stranger for that accent or appearance, where a single word uttered at the wrong time or place can spark the people to riot and cities to burn. Ich selbst empfand Galt immer als, er schüttelt den Kopf, einen Ort der Gewalt. Einen Ort, an dem viele nur allzu bereit sind, einen Fremden aufgrund seines Akzents oder Aussehens zu lynchen. An dem ein einziges zur falschen Zeit oder am falschen Ort gesprochenes Wort zu Aufständen und brennenden Städten führen kann. For me, it is a place inhabited by the frightened and the desperate, always suspicious, watchful of trickery. All too often they are deaf to the voice of reason. They cannot grasp that chaos and lawlessness lead only to yet more chaos and lawlessness. All my life I've tried to break through to these poor people, but alas, I don't seem to have made much progress. Für mich ist es ein Ort, bewohnt von verängstigten, verzweifelten Leuten, die stets misstrauisch sind und hinter allem eine Betrügerei vermuten. Und allzu oft verschließen sie sich der Stimme der Vernunft. Sie begreifen nicht, dass Chaos und Gesetzlosigkeit noch mehr Chaos und Gesetzlosigkeit herbeirufen. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, zu diesen armen Leuten durchzudringen. Doch leider scheine ich damit nicht erfolgreich gewesen zu sein. Jot ist sichtlich aufgewühlt und verstimmt für eine Weile. Das reicht dann vorerst, Jot. As you wish. Wie ihr meint. Danke für die Geschichte. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Ja? Leb wohl. So, dann wäre es langsam mal an der Zeit, wieder aufzubrechen. Na super, jetzt kann ich gar nicht eine Aufstellung machen. Dann wollen wir mal wieder unseren Zwerg wiederholen, unter anderem. Schon okay so, das können wir alles mitnehmen, können wir alles gebrauchen. Wo mit den Artefakten? Sollen wir die Artefakte mal hier lassen? Ich meine, man muss das ja eh reparieren, ne? Ach, was soll's, komm, nehmen sie. Wir nehmen sie mit, vielleicht treffen wir jemanden, der sie reparieren kann. Oh, Moment. Uns geht's immer noch scheiße. Vielleicht sollten wir erstmal übernachten, ne? Ich glaube, das wäre ratsam. Wir sind nämlich irgendwie immer noch voll im Arsch. Wir haben noch keine Heilzauber. Und wenn wir das nächste Mal in irgendeinen Gegner reinrennen, dann haben wir wieder den Salat, wisst ihr? Da müssen wir wieder ums Überleben kämpfen und ach. Also pennen wir mal eine Runde. Dass die Zauber auch wenigstens wiederkommen. Darf ich gar nicht einstellen, wie lange wir pennen? Hm.
jetzt ist es Nacht. Na gut. Wichtig ist, dass Linz ihre Heilzauber wieder hat. Zauberbuch. Ja, genau. So. Vielleicht können wir auch zur Abwechslung mal reisen ohne irgendeinen Kampf zwischendurch. Das wäre ja mal eine Abwechslung. Falls ich übrigens ein bisschen wenig rede, das liegt daran, dass ich noch total fertig bin von der letzten Nacht. Ich habe nämlich Pathfinder gespielt, online. Also nicht das hier, sondern das Richtige, das Pen and Paper. Und um das zu tun, gibt es online eine wunderbare Plattform. Ah, eine Dornenfurt, da können wir rüber, natürlich. Kann ich da auch draufklicken, reisen wir dann dahin? Dauert 15 Stunden. Das ist der kürzeste Weg. Cool, wir haben sozusagen Google Maps. Das ist nicht schlecht, das machen wir mal. Cool, dass das auch geht. Und eine Zufallsbegegnung. Und da gibt es eine wunderbare Plattform, ein tolles Programm, das nennt sich Fantasy Grounds. Das hat virtuelle Würfel, die werden richtig grafisch dargestellt und man kann die Angriffe und den Schaden alles automatisieren, so ähnlich wie es hier in dem Computerspiel der Fall ist. Dann laufen Kämpfe ein bisschen schneller ab. Man kann auch so Bilder, also so JPEGs oder so von den Kampfarealen kann man einfach hochladen. Genauso wie die Miniaturen, ne? Also man kann da so kleine Bilder auf der Map hin und her schieben, die die eigenen Figuren oder die Gegner darstellen. Das ist schon ganz geil, muss ich sagen. Das macht richtig Spaß. Da müsste ich eigentlich auch mal ein Let's Play von machen. Um ehrlich zu sein, habe ich sogar schon ein paar Folgen aufgenommen, aber da bin ich sehr anspruchsvoll. Ja, weil da stellt sich der Schnitt ein bisschen komplizierter dar. Ich hätte gerne stellenweise Hintergrundmusik oder Soundeffekte. Die muss man natürlich überall passend reinsetzen, wenn man das zurechtschneidet. Und bei der Musik muss man dann auch noch auf Rechte achten. Aber das ist nicht so leicht. Was ist denn hier los? Ist doch nur Regen. Gehen wir weiter. Ja, nur Regen, aber da oben ist ein was? Ein Winzling-Steinwerfer? What the fuck? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Winzlinge? Winzlinge. Sind die in der Enzyklopädie? Monsterhandbuch. Ich meine, wenn der uns überfällt, dann ist er selber schuld. Meine Fresse, sind das viele. Winzling, da ist er. Die Winzlinge, die Nachfahren noch kleinerer Feenwesen sind, gehören
zu den kümmerlichsten und feigsten Kreaturen der Dunkelheit. Sie sind so hässlich, dass sich selbst Goblins über ihr scheußliches Aussehen lustig machen. Was Winzlinge sich sehr zu Herzen nehmen und woran sie oft viele Wochen, Monate oder sogar Jahre zu knabbern haben. Während dieser Zeit bleiben sie in ihren winzigen Häusern, bis Elend und Zorn schließlich ihre natürliche Feigheit übermannen und sie dazu antreiben, kurze und blutige Rachezüge zu unternehmen, die sie vom zweifelhaft sicheren Rücken einer Spinne aus verüben. Ah, das sind Mites. Im Original heißen die Mite. Okay. Winzlinge, die einst dem seltsamen Reich der Feenwesen nahestanden, sind im Laufe zahlloser Generationen in der materiellen Ebene größer und stämmiger geworden. So wie die Gnome wahrscheinlich. Doch immer noch befinden sie sich aufgrund ihrer Größe am Ende der Nahrungskette und der gefährlichen Höhlen, in der sie leben. Ihre natürlichen Feinde sind Zwerge und Gnome, vor allem die Svirfneblin der tiefen Höhlen im Untergrund. Die einzige Sache, die ihnen einen bedeutenden Vorteil gegenüber einem Feind verschafft, ist ihre natürliche Fähigkeit, Mitgefühl der normalerweise stumpfsinnigen Ungeziefer zu empfinden. Winzlinge sind vor allem von Spinnen, Tausendfüßlern und Höhlenfischen, Fischern, sehr angetan, also diese Silberfischis, und ihre Winzling-Kolonie beinhaltet üblicherweise einige dieser weit gefährlichen Monster, um die Gruppe zu verteidigen. Ja, ich bin mal gespannt. Der hier sollte ja auch nicht alleine da sein, oder? Obwohl sie ihr übernatürliches Attribut für den Umgang mit magischen Gegenständen, Glück oder mechanischen Objekten aus dem Besitz ihrer finsteren und gefährlichen Gremlin-Verwandten verloren haben, können sie nach wie vor kleinere magische Tricks mit äußerster Fingerfertigkeit ausführen und sie nutzen, um ihre Feinde zu nerven. Wenn ein Winzling einem gefährlichen Feind gegenübersteht, nutzt er sein Unheil-Attribut, um ihn zu verfluchen. Die Augen des Winzlings treten seltsam hervor, während er diese zauberähnliche Fähigkeit benutzt. Ein Winzling ist knapp 3 Fuß groß und wiegt 40 Pfund. Und wir haben keine Ahnung, wie viel das ist, weil wir das metrische System benutzen. So, was mich aber viel mehr interessiert. Können wir den anstürmen? Nein, können wir nicht. Just letting the ink dry. Don't hesitate. What you want? So, machen wir den mal platt. Kommen wir an den ran? Ah, ich glaube, dass das noch mehr sind. Winzling Jährling. Die sind ein bisschen weit weg, ne? Na gut, mal gucken, was passiert. Ich habe das Gefühl, wir kommen schwierig voran. Vielleicht macht das Wetter den Untergrund schwierig. Miri, halte ich mal ein bisschen zurück. Halte ich zurück und raste aus. Das macht total Sinn. Die sind aber auch hässlich. Serves you right. Let us strike as one. A solid plan. Ja, mach doch. Ja, sollen wir mal Amiri heilen? Ne? Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Sind wir durch? Ich glaube, wir sind verwirrt. Ich glaube, das war's. Nur die zwei, na, das war ja lächerlich. Fellrüstung haben die und eine Sichel, aber die haben Goldmünzen interessanterweise. Gar nicht mal so wenige. Okay, war es das? Nur die beiden? Ja, auf diesen Karten findet man ja bei einer Zufallsbegegnung normalerweise sind es nichts. Was die Aufstellung anbelangt. Ah ja, doch, die Aufstellung ist ganz okay. Reisen wir weiter.